Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Es regnet schon den ganzen Tag. Ich gehe aber trotzdem raus, denn ich habe ja einen Regenschirm. Das ist ein Geschenk. Ich möchte den Schirm gleich mal ausprobieren. Ich möchte in die Pfütze springen. Ich muss die richtigen Schuhe anziehen. Was soll ich anziehen? Sandalen oder Gummistiefel? Gummistiefel! Danke! Jetzt kann ich rausgehen und im Regen spielen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe trockene Strümpfe. So ein Pech. Ich wollte doch im Regen spielen. Vielleicht hat es nur hier aufgehört zu regnen. Und woanders regnet es immer noch. Spotty, lass uns auf den Spielplatz gehen. Nein, ich gehe da nicht rein. Freunde, hallo. Hat es hier auch geregnet? Du hast ihn doch reingeworfen. Jetzt hol ihn raus. Aber du hast ihn nicht gefangen. Was ist denn los, Jungs? Schau! Tja, eine große Pfütze. Und die ist sicher auch sehr tief. Denkst du, Spotty kann den Ball holen? Hol ihn, Spotty. Los! Haha, Spotty mag kein Wasser. Ich hol den Ball. Was? Ich wollte ja sowieso in Pfützen springen. Haha. Bitteschön. Vielen Dank, Smarta. Der Trick mit dem Regenschirm war wirklich klasse. Sehr praktisch. Ja, praktisch und schön. Schade nur, dass ich den Schirm nicht benutzen konnte. Als ich aus dem Haus kam, hat's aufgehört zu regnen. Wie wär's? Sollen wir es für dich regnen lassen? Wie denn? Sind die Dame und ihr Regenschirm bereit? Aber klar doch! Drei, zwei, eins, los! Hurra! Endlich kann ich meinen neuen Regenschirm ausprobieren. Na sowas. War das etwa schon alles? Was ist denn los? Bob, stehst du etwa auf dem Schlauch? Nein. Woran könnte es denn dann liegen? Ah, lasst uns am Schlauch entlang gehen und nachschauen. Schaut mal, ein Loch. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ist doch egal. Wir müssen das Loch irgendwie abkleben. Ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Alles klar.
fertig. Die Autowaschanlage hat geöffnet. Die ersten Kunden warten schon. Juhu! Das war gute Arbeit, Bob. Dankeschön. Kannst du auch meinen Roller waschen? Nein, das ist keine gute Idee. Denn dein Roller ist aus Metall gemacht. Er würde rosten. Was könnten wir sonst noch waschen? Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das Loch in den Schlauch gekommen ist. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Das ist mein Hund Spotty. Wir waren draußen, aber jetzt ist Essenszeit. Spotty, hast du Hunger? Oh. Ich auch. Oh, ich glaube, meine Mama hat heute leckere Fischsuppe gekocht. Los gehen wir, Spotty. Oh. Spotty, was ist denn? Möchtest du nicht essen? Ah, du willst auf die Toilette? Was denn dann? Weißt du vielleicht, warum Spotty möchte, dass ich ins Badezimmer gehe? Will er auf die Toilette gehen? Nein! Ah, vielleicht hat er da einen Knochen versteckt und möchte ihn jetzt holen gehen. Nein! Vielleicht möchte er, dass ich meine Hände wasche. Ja! Ach so, ich will aber nicht. Wieso soll ich mir die Hände waschen, wenn ich später wieder rausgehe? Sie wären wieder schmutzig. Smarta, du willst dir vor dem Essen nicht die Hände waschen? Nein. Ich wasche sie heute Abend. Du hast aber sehr schmutzige Hände. Die sind voll mit Keimen. Voll mit was? Mit Keimen. Das sind winzige Mikroorganismen. Die sind so klein, dass man sie nicht mal mit einer Lupe sehen kann. Aber ich habe ein spezielles Gerät. Das ist ein Mikroskop. Damit kannst du die Keime auf deinen Händen erkennen. Wow, da krabbelt was. Das sind aber viele. Aber wenn sie so klein sind, können sie doch nicht gefährlich sein. Also das ist so. Es gibt ungefährliche Keime und gefährliche. Ungefährliche Keime leben im Magen der Menschen. Sie helfen beim Verdauen des Essens.
Die gefährlichen Keime können sich sehr schnell vermehren, denn sie essen alles, was sie finden können. Wenn Menschen zu viele dieser gefährlichen Keime im Körper haben, können sie krank werden. Oh, jetzt habe ich Angst. Oh, keine Sorge, Smarta. Ich kenne das Geheimnis, wie man die gefährlichen Keime besiegen kann. Willst du es wissen? Na klar. Du musst mir aber versprechen, es niemandem zu verraten, okay? Das ist ein Geheimnis. Geht klar. Keime mögen es, wenn's schmutzig ist. Dann vermehren sie sich besonders schnell. Es gibt aber etwas, das Keime abtöten kann. Wie heißt es denn gleich? Oh nein, ich habe den Namen vergessen. Es riecht sehr gut und manchmal ist es rosa. Es kann auch flüssig sein, so wie Honig. In flüssiger Form habe ich es aber noch nicht gesehen. Was könnte es sein? Erzähl weiter. Man wäscht sich damit die Hände und das Gesicht. Und natürlich braucht man auch warmes Wasser. Ist das alles? Ja, aber du musst es auf jeden Fall vor dem Essen machen. Also gut. Danke, Vicky. Gern geschehen, Smarta. Prima. Jetzt kenne ich das Geheimnis. Ich kann Keime abtöten. Ich muss nur herausfinden, was ich dafür brauche. Was ist es? Spotty, weißt du, was ich brauche? Leckeren Knochen. Nein, denn ein Knochen riecht ja nicht gut. Oh, ja klar, für dich riecht ein Knochen gut. Aber ein Knochen kann ja nicht flüssig sein. Haha. Vielleicht ist es Eis. Es riecht gut. Und wenn es schmilzt, dann wird es ja flüssig. Nein! Ich glaube, es ist Plastilin. Nein! Nein? Was dann? Seife! Oh, na klar! Wir haben flüssige und feste Seife. Und sie riecht auch sehr gut. Nach Erdbeeren. Dankeschön. So, Spotty. Als erstes waschen wir deine Pfoten. Erste Pfote. Zweite Pfote. Dritte Pfote. Und vierte Pfote. Und jetzt wasche ich meine Hände. Jetzt sind alle Keime weg und wir können essen gehen. Komm, Spotty. Freunde, danke für eure Hilfe. Jetzt wisst ihr auch, wie man Keime besiegen kann. Das ist unser Geheimnis. Tschüss. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Mama hat mir was Leckeres zum Mittagessen gekocht. Deshalb kann ich gerade nicht reden.
Die Kartoffeln waren wirklich gut. Ich vermute mal, dass Kartoffeln auf schönen großen Bäumen wachsen. Nein. Auf Büschen? Nein. Vielleicht schlüpfen sie ja aus Eiern. Nein. Natürlich nicht. Aber wo kommen Kartoffeln denn her? Ich weiß, was ich mache. Ich frag Vicky. Sie weiß es bestimmt. Vicky ist die klügste von uns. Vicky! Vicky! Hallo, Smarta. Vicky und Hay sind nicht da. Sie haben gesagt, dass sie heute im Garten zu tun haben. Es ist Frühling. Zeit, Gemüse zu pflanzen. Pflanzen? Wie geht das denn? Ich weiß nicht. Ich wollte auch mit, muss aber hier bleiben, weil mein Akku geladen wird. Okay, ich finde es heraus. Tschüss. Ich frage mich, was Vicky und Tay im Garten machen. Zeit, es herauszufinden. Aha, da seid ihr ja. Was versteckst du denn da? Was macht ihr beiden hier denn? Darf ich euch helfen? Hallo, Smarta. Hallo. Wir verstecken doch nichts vor dir. Wir pflanzen Gemüse in den Boden. In den Boden? Warum denn? Obst und Gemüse gedeihen in der Erde. Hier bekommen sie die Nährstoffe, die sie brauchen, um zu wachsen. Sie benötigen auch Wasser und Sonnenlicht. Sonst können sie nicht wachsen. Aha, ich verstehe. Und Kartoffeln sind Gemüse? Ja, genau. Wachsen sie vielleicht auf Büschen? Nein, sie wachsen unter der Erde. Genau wie Karotten, Radieschen und auch Zwiebeln. Aha, das habe ich nicht gewusst. Zeigst du mir, wie man Kartoffeln pflanzt? Na klar, du kannst mir dabei gerne helfen. Nimm eine Kartoffel und schneide sie in 4 Teile. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt musst du kleine Löcher in die Erde graben und die Kartoffelstückchen reinlegen. Und jetzt mit Erde bedecken und gießen. Fertig! Was machst du denn, Smarta? Ach, nichts.
Ich warte darauf, dass die Kartoffeln endlich wachsen. Dann müsst du hier 3 Monate lang sitzen bleiben. Was? Das ist aber lang. Ja, wir haben viel zu tun. Wir müssen alle Kartoffeln in den Säcken pflanzen. Wow, das sind aber viele. Das schaffen wir doch nicht. Meine Großmutter, eine Enzyklopädie in 24 Bänden, sagte immer, man kann fast alles, wenn man es nur versucht. Wenn sie dann gewachsen sind, kannst du die besten Kartoffeln essen, die du sogar selbst angepflanzt hast. Du hast recht. Mama und Papa sind bestimmt überrascht, wenn sie unseren Garten sehen. Ja, das war gar nicht so einfach. Hat aber Spaß gemacht. Wir waren sehr fleißig. Und morgen pflanzen wir Tomaten und Gurken. Oh ja, haha.